So, es soll um Linearität und Nichtlinearität gehen. Und das sind beides Begriffe, die Eigenschaften von einem System beschreiben. Und so ein System können wir uns jetzt vielleicht einfach als so ein Kästchen hier vorstellen. Da ist eine Blackbox. Und das hat Eingangsgrößen. Im Zweifelsfall vielleicht nur eine Eingangsgröße und Ausgangsgrößen, im einfachsten Fall auch nur eine Ausgangsgröße. Und wenn wir jetzt uns zuerst mal mit der Linearität beschäftigen, dann verbirgt sich in der Linearität, dass es einen proportionalen Zusammenhang zwischen diesen Größen gibt. Also Proportionalität. Und Proportionalität meint, dass wenn sich zum Beispiel die Eingangsgröße verdoppelt, dann verdoppelt sich auch die Ausgangsgröße. Wenn sich die Eingangsgröße verdreifacht, verdreifacht sich die Ausgangsgröße und so weiter. Und wenn man dann mal eine Kennlinie von diesem System hinmalt, also hier die Eingangsgröße und hier die Ausgangsgröße, dann wäre die Kennlinie eine Gerade. Wenn wir jetzt ein Beispiel aus der Elektrotechnik nehmen, dann könnte dieses lineare System eben zum Beispiel ein Widerstand sein. Also die Eingangsgröße wäre eine Spannung, die Ausgangsgröße wäre vielleicht dann der Strom, der durch diesen Widerstand fließt, wenn man eben diese bestimmte Spannung an den Widerstand anlegt. Und das wären dann eben auch die Größen hier an diesem Diagramm. So, was hat das jetzt für Auswirkungen? Also, wenn das System linear ist, dann können wir das mit einer linearen Differentialgleichung im Zeitbereich beschreiben. Und wir können das auch im Frequenzbereich beschreiben, wenn wir es mit harmonischen Schwingungen anregen. Also wenn dieses Eingangssignal sinusförmig ist, dann ist das Ausgangssignal auch sinusförmig und das hat die gleiche Frequenz, das ist ganz wichtig. Also es hat immer die gleiche Frequenz, das hat aber eventuell eine andere Amplitude. Also natürlich, wenn das eine hier eine Spannung ist und das andere ein Strom ist, dann hat das eine andere Amplitude, eine andere Einheit und das kann rein prinzipiell auch eine andere Phasenlage haben. Aber das hat immer die gleiche Frequenz. So, und das würde uns auch erlauben, dann aus dieser Spannung hier einen komplexen Spannungszeiger zu machen und aus diesem Strom einen komplexen Stromzeiger und dann nicht unbedingt diese Kennlinie hier zu verwenden und auch keine Differentialgleichung, denn die sind schwer zu lösen, die wollen wir uns sparen, sondern eben eine Übertragungsfunktion zu benutzen, um dieses System im Frequenzbereich zu beschreiben. So, welche Bauelemente aus der Elektrotechnik, wenn wir bei der Elektrotechnik bleiben, verhalten sich linear, sind lineare Bauelemente? Das sind einerseits der Widerstand, das ist zum zweiten eine Induktivität oder eine Spule und das ist zum dritten eine Kapazität oder eben ein Kondensator. An dem Widerstand gibt es eben, wie schon besprochen, einen Strom, der da durchfließt und eine Spannung, die über diesen Widerstand abfällt. Und nach dem ohmschen Gesetz ist das Verhältnis aus Strom und Spannung immer gleich. Also wenn wir hier den Strom hinzeichnen, hier die Spannung hinzeichnen, da den Strom hinzeichnen, dann gibt es eben dazwischen eine Gerade, einen linearen Zusammenhang. Und der Anstieg dieser Gerade ist genau der Widerstand. So, bei einer Induktivität fließt auch ein Strom durch. Und das, was jetzt eigentlich direkt proportional zu diesem Strom ist, ist der Fluss. Der magnetische Fluss, der sich hierum ergibt. Ja, laut rechter Handregel ist der Pfeil, jetzt hat hier gerade genau falsch rum, also den kann man auch lieber in die andere Richtung zeichnen. Und eine Induktivität,
Also das L ist jetzt eben das Verhältnis zwischen dem Strom, der durch diese Spule, durch diese Induktivität fließt, oder durch eine Leiterschleife oder durch einen Draht, und dem magnetischen Fluss Phi, der sich um diese Leiterschleife herum oder in dieser Spule ergibt. Und das ist auch ein linearer Zusammenhang. Und bei der Kapazität C, da gibt es über dieser Kapazität eine bestimmte Spannung, und dann sammeln sich auf den Kondensatorplatten Ladung an. Ich schreibe immer hin, das ist die Ladung plus Q und das ist die Ladung minus Q. Und die Kapazität ist jetzt das Verhältnis zwischen dieser Ladung und der Spannung, der über der Kapazität abfällt. Ja, und wenn das, wenn dieses Verhältnis konstant bleibt, dann ergibt sich auch hier diese Gerade, und dann ist das eine lineare Kapazität. So, bei diesen drei Bauelementen würde man jetzt in der Praxis am ehesten erwarten, dass sich halt diese Induktivität hier, diese Spule in der Mitte, auch mal ganz gerne nicht linear verhält, nämlich dann, wenn die Spule einen Eisenkern hat und dieser Eisenkern in Sättigung geht. Ja, dann passiert nämlich, dass diese Gerade hier hinten irgendwann mal abknickt, also man da mehr Strom durchschickt, aber der magnetische Fluss dann eben nicht mehr proportional einsteigt. So, eine ganz wichtige Eigenschaft oder eine ganz wichtige Sache, die sich daraus jetzt noch ergibt: wenn das System ein lineares System ist, dann kann man das Superpositionsprinzip anwenden. Also wenn diese Proportionalität gilt, dann kann man das Superpositionsprinzip zur Berechnung anwenden. Also das heißt, man kann, wenn ein System mehrere Quellen hat oder mehrere Eingangssignale, na, dann kann ich für jede Quelle einzeln berechnen, was ist das Ausgangssignal, und kann am Ende diese Ausgangssignale einfach alle zusammen addieren. Das ist das, was sich hinter dem Superpositionsprinzip verbirgt, und das funktioniert nur, wenn das ein lineares System ist. So, damit kommen wir auch gleich zum Punkt. Ich mache mal diese Unterstreichung wieder weg. Was ist jetzt ein nichtlineares System? Also jetzt geht es um diese Seite. Ja, ein nichtlineares System ist eben ein System, wo es eine nicht proportionale Antwort gibt. Und wenn es eine solche nicht proportionale Antwort gibt, dann ist selbstverständlich auch das Superpositionsprinzip nicht anwendbar. Und ja, was daraus folgt, ist eben leider, dass auch so eine einfache Übertragungsfunktion im Frequenzbereich nicht möglich ist, weil man das Ganze jetzt hier oben streng genommen, ich versuche das mal hier zu ergänzen, jetzt eben durch eine nicht lineare Differentialgleichung beschreiben müsste. So, und wenn dieser Zusammenhang eben nicht proportional ist, dann ergibt sich hier als Kennlinie, also ich mache mal das hier weg und das hier auch weg und hier die Unterstriche weg. Das sollen jetzt mal wieder ganz normale Werte sein, keine Zeiger. Wenn dieses System ein nichtlineares System ist, dann ergibt sich hier als Kennlinie Strom über Spannung eben keine Gerade, ne, sondern irgendwas anderes. Also ja, keine Gerade ist eben jede Linie, die irgendwo einen Knick hat. Ne, und wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine Diode als Beispiel nehmen, dann würde das heißen, ich nehme jetzt mal eine andere Farbe, damit man es hier besser sieht, wenn die Spannung über der Diode negativ ist, wenn die Spannung über der Diode negativ ist, dann fließt kein Strom durch die Diode durch oder eben nur ein sehr kleiner Strom. Und wenn die Spannung über der Diode positiv ist, dann fließt erst ganz wenig Strom. Und wenn man eine bestimmte Spannung überschreitet, dann fließt fast beliebig viel Strom durch diese Diode durch, bis die Diode dann irgendwann kaputt geht. Und wenn das eine Siliziumdiode ist, dann ist diese Durchbruchspannung hier bei etwa 0,7 Volt. So, und hier kann man jetzt eindeutig sehen, das ist keine Gerade. Das ist eine Linie mit Knick, und das ist eben eine Kennlinie von einem nicht-linearen System oder von einem nicht-linearen Bauelement,
zum Beispiel einer Diode. So, und damit kommen wir gleich zu dem Punkt, was sind jetzt eben typische nichtlineare Bauelemente. Das muss ich unten erstmal ein bisschen Platz schaffen. Ja, nichtlineare Bauelemente sind im Grunde alle Halbleiterbauelemente. Also zum Beispiel eine Diode, wo wir oben die Anode haben und hier unten die Kathode. Ne, und der Strom kann eben nur in die Richtung dieses dreieckigen Pfeils hier fließen. Also ähnlich wie ein Ventil, der Strom fließt nur in die eine Richtung und in Rückwärtsrichtung sperrt die Diode und lässt keinen Strom durch oder eben nur einen sehr geringen Strom, den sogenannten Sättigungssperrstrom. Und in Vorwärtsrichtung muss man auch eine bestimmte Flussspannung hier überschreiten und dann lässt die Diode in dieser Richtung praktisch beliebig viel Strom durch. So, ein anderes typisches nichtlineares Bauelement ist eben Transistor. Ich mache hier mal so ein einfaches Schaltbild eines Bipolartransistors. Da wäre hier oben der Kollektor, hier unten der Emitter und hier die Basis. Und auch hier wäre es so, dass der Transistor prinzipiell erstmal nur in diese Richtung Strom durchlässt und zwar auch nur dann, wenn man hier an der Basis durch die Basis eben einen Strom durchschickt. Ja, und dann ist das jetzt bei dem Transistor noch ein bisschen komplizierter, weil sich eben in Abhängigkeit von dem Basisstrom nicht nur eine Kennlinie, sondern so ein Kennlinienfeld einstellt. Aber die wichtige Erkenntnis hier, so ein Transistor ist ein nichtlineares Bauelement. Und da halt so ein einfacher Transistor ein nichtlineares Bauelement ist, wären eben auch alle möglichen anderen Transistoren, also IGBTs, also Bipolartransistoren mit isoliertem Gate oder alle möglichen Feldeffekt-Transistoren, wie zum Beispiel MOSFETs, na, also Transistoren, die halt in der Leistungselektronik eingesetzt werden, sind auch alles nichtlineare Bauelemente. So, ein weiteres nichtlineares Bauelement wäre zum Beispiel ein Thyristor. Das ist sowas ähnliches wie eine Diode, also auch mit einer Anode und einer Kathode, bloß dass es hier auch nochmal ein Gate gibt, mit dem man diesen Thyristor sozusagen zünden kann. Also der würde auch nur in diese Richtung einen Strom durchlassen und auch nur dann, wenn man hier den sozusagen einmal an dem Gate eingeschaltet hat. Ein weiteres Halbleiterbauelement, das eben auch eine nichtlineare Kennlinie hat, wäre ein Varistor. Also der hat als Schaltzeichen Widerstand eben mit diesem Strich durch, um diese nichtlineare Kennlinie zu kennzeichnen, die sich eben in Abhängigkeit von der Spannung ändert sich der Widerstand von diesem Varistor. Deswegen ein variabler Resistor, ein Varistor. Und dann, ja, wenn man das so festhalten will, sind eben alle möglichen anderen Elemente, die auch irgendwie schalten. Also zum Beispiel so ein ganz einfacher idealer Schalter, den ich zu einem bestimmten Zeitpunkt aufmache oder wieder zumache. Auch das wäre ein nichtlineares Schaltelement oder ein nichtlineares System, weil sich die Kennlinie eben ja, verändert. Über der Zeit, je nachdem, was er für einen Zustand hat, aber weil das dann eben keine Gerade mehr ist, keine einfache Gerade. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste zu Linearität und Nichtlinearität. Zur Nichtlinearität kann man jetzt noch hinzufügen, dass wenn man so ein nichtlineares System jetzt mit einer sinusförmigen Spannung anregt, also eine sinusförmige Spannung am Eingang gibt, und wir uns mal das Spektrum von dieser sinusförmigen Spannung anschauen, dann wäre das eben, also wenn das die Frequenz wäre und das die Amplitude, dann hätten wir hier so irgendwie einen Zeiger genau bei der Frequenz dieser Sinusschwingung. So, und naja, also wenn wir zum Beispiel solche Sinusschwingung auf so eine Diode drauf geben, dann würde die zum Beispiel gleichgerichtet werden, also oder wenn wir die auf zwei Dioden draufgeben und da so einen Gleichrichter draus bauen, dann würden wir eben, oder wir machen mal Einweggleichrichtung, dann würde da halt sowas bei rauskommen. Ne? So, und das, was da passiert ist,
Das Eingangssignal ist sinusförmig, das Ausgangssignal ist nicht mehr sinusförmig. Wenn wir uns jetzt das im Frequenzbereich mal anschauen, das Spektrum anschauen, dann entstehen hier Oberwellen. Also wir haben dieselbe Frequenz, ich nenne die mal F0, hier drüben. Ja, und es entstehen aber Oberwellen. Also wir kriegen bei 2 mal F0 und bei 3 mal F0 und bei weiteren ganzzahligen Vielfachen von dieser Grundfrequenz entstehen halt Oberwellen. Also das heißt, das nichtlineare System, wenn man das mit einer Frequenz anregt, dann kommen da mehrere Frequenzen raus, die eben dem Vielfachen von dieser Anregungsfrequenz entsprechen. So, das kann man jetzt noch ein bisschen weiter treiben, wenn man so ein System jetzt mit zwei Frequenzen anregt, also mit einem Signal. Versuche das mal hier genauso darzustellen. Also was zum Beispiel eine langsame Schwingung hat und diese langsame Schwingung ist noch von einer hochfrequenten Schwingung überlagert. Na, dann hätten wir im Spektrum eine tiefe Frequenz, das wäre die Frequenz F1, das wäre diese langsame Schwingung hier oben. Und dann hätten wir noch eine schnelle Frequenz, eine höhere Frequenz, die Frequenz F2. Na, und die kleine Frequenz hat eine hohe Amplitude, die macht hier diese große Schwingung und bei der hohen Frequenz F2 haben wir eine geringere Amplitude, die macht nur diese hohe überlagerte Schwingung. So, und das Ganze, ich erspare mir jetzt mal hier, das hier oben im Zeitbereich zu malen. Ich gebe mal nur so grob die Idee, was jetzt hier im Frequenzbereich passieren würde. Also, wir bekommen am Ausgang natürlich wieder die Frequenz F1 und wir bekommen auch die Frequenz F2. Und ja, wir bekommen auch Vielfache und Differenzen von diesen Frequenzen. Also zum Beispiel würden wir hier die Frequenz F2 plus F1 bekommen und also je nachdem, wie groß die natürlich sind, würden wir die Frequenz F2 minus F1 bekommen und wir würden auch die Frequenz F2 plus 2 mal F1 und F2 minus 2 mal F1 bekommen und die und so weiter. Ne? Also immer Summen und Differenzen von ganzzahligen Vielfachen dieser beiden Frequenzen. Und das nennt man dann Intermodulation. Und diese ganzen Frequenzen, die hier entstehen, wären eben Intermodulationsprodukte, die an solchen nichtlinearen Systemen entstehen, wie zum Beispiel an so einer Diode. Das kann man dann in der Praxis auch tatsächlich mal ganz sinnvoll nutzen, zum Beispiel in einem Mischer. Also wenn man Frequenzen von einer hohen Frequenz zum Beispiel auf eine niedrige Frequenz, Signale mit einer hohen Frequenz auf eine niedrige Frequenz umsetzen will, dann braucht man ein nichtlineares Bauelement, ein nichtlineares System, zum Beispiel einen Frequenzmischer, da kann man sowas tatsächlich ganz praktisch nutzen. So, und da wir uns ja dann später noch damit beschäftigen wollen, wie man jetzt hier zum Beispiel solche Diode beschreibt, können wir noch festhalten, dass man solche nichtlinearen Systeme auch unterteilen kann in statische nichtlineare Systeme. Das wären eben welche, wo eine Reaktion ohne Zeitverzögerung stattfindet, ne, die wir durch so eine ganz einfache nichtlineare Kennlinie beschreiben können. Und ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel eine statische Diode, also so wie wir die hier unten gezeichnet haben. Und dann gibt es neben den statischen nichtlinearen Systemen eben noch dynamische nichtlineare Systeme. Das sind Systeme, die eben auch Speicherelemente besitzen und wo dann die Systemantwort mit einer gewissen Zeitverzögerung stattfindet und eben auch von der Vorgeschichte der Anregung abhängt. Und das tritt prinzipiell auch in der Praxis bei jeder Diode auf, weil die Diode eine bestimmte Sperrschichtkapazität hat. Also zwischen dem PN-Übergang gibt es eine bestimmte Kapazität und eine Raumladungszone und die muss eben umgeladen werden. Zwischen dem leitfähigen Zustand und dem sperrenden Zustand dieser Diode. Und ja, das tritt dann auf, wenn
wir solche Diode jetzt bei sehr hohen Frequenzen, also vielleicht bei ein paar hundert Megahertz oder bei einem Gigahertz betreiben würden, dann muss man dieses Umladen dieser Raumladungszone auf jeden Fall mit berücksichtigen und dann wäre das ein dynamisches, nicht lineares System, was dann eben ja, mathematisch vielleicht noch mal ein bisschen komplizierter zu beschreiben wäre.